Moin allerseits, ich bin Sven und heute nehme ich euch mal wieder auf eine meiner Wanderungen mit. Das wird ein ruhiges Video, denn ich war nicht alleine unterwegs und bei dieser Tour war ganz klar das Erleben im Vordergrund und nicht das Dokumentieren. Deswegen werdet ihr in diesem Video von mir bis auf mein jetziges Intro eigentlich gar nichts weiter hören, sondern einfach nur sehr, sehr viel Natur sehen. Gelaufen sind wir den Vulkanring von Laubach startend und in Laubach endend, insgesamt 133 Kilometer in 6 Tagen. Das Video ist für all jene, die so ein bisschen Auszeit wollen, ein bisschen Entspannung, ein bisschen Musik hören und ein bisschen Natur sehen und natürlich auch für all jene, die vielleicht einmal diesen Weg laufen möchten und schauen wollen, was sie so alles auf diesem Weg erwartet. Ich kann direkt sagen, das ist einer der schönsten Wege, die ich jemals gelaufen bin, denn an keiner Stelle wurde es langweilig, an keiner Stelle wurde es lang oder irgendwie, dass man sich da durchquälen müsste, sondern es war mehr so, dass ein Highlight das nächste gejagt hat und es durchweg einfach ein wunderschöner Weg war. Auch die Beschilderung ist wirklich ein Traum. Natürlich hatten wir Kartenmaterial und auch ein Navi mit dabei, aber eigentlich haben wir das gar nicht gebraucht, beziehungsweise nur dann, wenn wir zu Unterkünften abgezweigt sind von dem eigentlichen Weg und später wieder zurück. Dann haben wir das Navi genutzt, aber ansonsten war die Beschilderung des Weges so hervorragend, dass es an wirklich keiner Stelle irgendeine Frage gab, wo man lang musste. Das einzige etwas Lückenhafte war die Dichte an Bänken oder an Möglichkeiten, mal ganz kurz Pause zu machen. Da wir aber ohnehin pro Tag nur etwa 1 bis 2 Mal Pause gemacht haben, hat sich auf dem Weg immer mal eine Gelegenheit geboten. Nun möchte ich gar nicht weiter erzählen, sondern einfach die Bilder sprechen lassen und wünsche euch viel Spaß auf der Vulkanring-Tour von Laubach bis Laubach. Absolut.
Wanderung mit.